Meine Damen und Herren, ganz herzlich willkommen für eine neue Ausgabe von Layover, das andere Reise- und People-Magazin. In 2014 in den USA ist sie zum TV-Star geworden. Sie ist auch Model für verschiedene Brands, aber man kennt sie vor allem als Freestyle-Skifahrerin. Miriam Jäger ist da heute Morgen. Guten Tag. Hoi Medi. Wie geht's dir? Sehr gut, danke. Ja. Von wo kommst du jetzt gerade genau? Jetzt komme ich von den Eltern. Jetzt bin ich wieder älter und habe noch einige Sachen hier zu tun. In Zürich und ja. Wenn man ein bisschen deine Karriere schaut, deine Social-Media-Kanäle, du bist immer ein bisschen unterwegs, also in den USA, San Diego, in Zürich, an einer fancy Party oder in einer Halfpipe in Lax. Kann das sein, dass du eigentlich so ganz ruhig und locker an einem Samstagmorgen in Zürich bist? Ja, das kann gut sein. Das kann wirklich gut sein. Nein, es gibt immer Phasen, wo extrem viel los ist. Und dann gibt es wieder Phasen, wo ich wieder ein bisschen Downzeit habe und einfach für mich ins Gym und andere Sachen machen. So, meine Damen und Herren, wir haben hier einen Scoop. Miriam kann auch ab und zu ruhig bleiben. Stimmt das wirklich oder brauchst du immer so Adrenalin im Leben? Nein, manchmal wird es mir eigentlich zu viel. Also ich merke es auch, wenn ich wirklich jetzt Anfang Saison nonstop unterwegs war, seit Ende November, wirklich seit die WM vorbei war, oder sogar eine Woche nach der WM, nonstop unterwegs. Und du hast halt nie mehr als irgendwie 4 Nächte im gleichen Bett geschlafen. Und dann merke ich es dann schon auch. Also dann wird es wieder so ein bisschen frustriert eigentlich, weil ich einfach nicht mehr mag. Aber jetzt hat es sich ein bisschen beruhigt und der nächste Trip ist jetzt dann auf Russland. Aber jetzt freue ich mich auch wieder dort hin. Miriam, man weiss es, du bist eine Spitzensportlerin. Angefangen hast mit Ski, dann später mit dem Snowboard, dann zurück mit Ski. Freestyle-Ski hast du probiert mit Erfolg. Wieso das hin und her eigentlich? Ja, klar, ich habe angefangen Skifahren, weil einfach, das hat man gemacht, oder, dazu mal. Mit 2, sobald ich laufen konnte. Und da bin ich meinen Eltern natürlich auch sehr dankbar, dass ich das so früh lernen konnte. Und dann irgendwann ist das Snowboarden von Amerika. Und dann war das halt das Coole, oder? Mit den Leuten mit den langen Haaren, mit den weiten Hosen. Und ich war dort 9, 8, 9. Und das Skifahren war einfach nicht mehr cool. Und ich wollte das Coole machen und bin dann aufs Snowboard umgestiegen, habe dann ein paar Jahre lang beides gemacht. Und dann nur noch gesnowboardet, bis dann eben Freestyle-Skifahren wiedergekommen ist, auch wieder von Amerika. Und das habe ich probiert und es war eigentlich auf den ersten Blick. Ja, und dann bist du rasch erfolgreich geworden. Zwischen 2007 und 2013 hast du es mehrmals auf dem Podest geschafft. Und vor einem Monat, am 22. Januar, das Highlight, du gewinnst die Bronzemedaille an der Freeski-WM in Österreich. Wie hast du diesen Moment erlebt? Ich habe sehr viel Pech an der WM. Das war meine 4. WM. Und jedes Mal hatte ich irgendetwas, also ich musste das Finale zuschauen, zwar qualifiziert, aber musste zuschauen wegen Verletzungen oder nur einen Run fahren können, weil ich mich wieder verletzt habe in dem ersten Finallauf. Und das war eigentlich mein grosses Ziel, eben endlich mal noch die Medaille zu holen. Und ich bin einfach nur froh, dass es geklappt hat. Also das ist etwas Unbeschreibliches, weil es war wirklich ein Ziel seit Jahren. Und wenn es einfach nie klappen will, und an der anderen Wettkampf klappt es ja, aber einfach nie an diesen WM. Und die WM sind halt auch nur alle 2 Jahre. Und es ist einfach, ja, im Allgemeinen unbeschreiblich. Schön. Parallel zum Sport, du bist natürlich auch Model. Du bist auch im Fernsehbusiness eingestiegen, vor allem in den USA. Hast du eigentlich das gewünscht oder ist das reiner Zufall und es ist auf dich so zugekommen? Ja, nach der Olympiade habe ich eigentlich mal einen Break gebraucht, weil es war so viel Stress gewesen, 2 Jahre voran, nie zur Ruhe gekommen, auch mentaler Stress. Und dann bin ich in Kalifornien, halt, dort, wo ich wohne, ein bisschen und bin dann irgendwie so in das reingerutscht. Ein Kollege von mir, ein Radiomoderator, hat mich gefragt, ob ich da mitmachen will. Und dann habe ich gefunden, ja, warum nicht? Das ist eine gute Erfahrung sowieso und mal etwas anderes. Und eben gerade in Amerika, das ist natürlich lässig. Wie gehst du eigentlich mit der Oberflächlichkeit? Was tust du, dass du nicht nur die schöne Miriam bist, sagen wir so ganz einfach? Also ich glaube, die mich richtig kennen, meine engen Kollegen, meine Eltern, meine Freundinnen, die wissen auch, wie ich halt richtig bin, ein bisschen crazy. Ich muss nicht jeden Tag aufstehen, manchmal strähle ich meine Haare nicht einmal, wenn ich einfach die Haare chille. Aber es ist klar, dass wenn ich an Event gehe oder so Sachen habe, muss ich halt gewissermaßen aufführen und dann gehen und ein bisschen gepflegt sein. Und das bin ja dann auch ich.
Aber ich kann nicht im Jogging, sagen wir, an einem Maximi-Event gehen. Obwohl ich die Hiking gegangen, vielleicht im Jogging posten, das ist mir dann egal. Also, es ist eigentlich noch lässig, die zwei verschiedenen Seiten zu haben. Kannst du immer so alles parallel machen? Oder wie funktioniert das eigentlich? Weil man hat das Gefühl, du bist immer ein bisschen überall aktiv. Ja, je nach Zeit, die ich schon priorisiere, das ist ganz klar. Ich habe ja auch noch ein Studium nebenzu und das ist in letzter Zeit extrem klein. Ich vergesse nicht, aber ich bin einfach nicht dazu gekommen, wirklich viel zu machen. Und das weiss jetzt, das ist der Frühling, kommt dann das wieder mehr. Wenn das Skifahren wieder ein bisschen weniger ist, will ich da meinen Master weitermachen und habe auch noch eine Prüfung im Juni oder zwei, die ich machen will. Aber es ist klar, es ist natürlich schon, musst du halt entscheiden, aber bis jetzt ist es immer gut gegangen, weil ich brauche einen Break. Es ist schön, wieder mal auf der Ski zu sein und nachher wieder mal im Fotostudio zu sein oder etwas anderes zu machen. Weil wenn du zu viel von einem machst, dann ist es auch nicht gut. Du bist Model im TV-Business auch sehr gefragt. Als Sportlerin haben wir gerade gesagt, erfolgreich, Bronzemedaille. Ich würde jetzt ganz einfach fragen, wie weiter? Was sind die nächsten Ziele im Leben oder für die Karriere? Das ist meine letzte Skisaison, das ist klar. Ich werde dann auch den Rücktritt geben vom Wettkampfsport jedenfalls. Der Frühling. Es war eine schöne Zeit und irgendwann muss man sich entschliessen, aufzuhören. Und ich glaube, mit einer Bronzemedaille an der WM gibt es keinen schöneren Zeitpunkt. Da wird man nachher auch zurückschauen und ein Lachen auf dem Gesicht haben, wenn man daran denkt. Und nachher bin ich wirklich ein bisschen am Rausfinden. Also ist ganz klar, ich habe, wie gesagt, noch meinen Master, wo ich unbedingt ein bisschen mehr Zeit dafür investieren will. Und das andere, Moderieren habe ich angefangen. Da will ich natürlich auch ein bisschen mehr einsteigen, weil das ist etwas, was mir gefällt. Da kann ich meine Sprache brauchen. Bitte ein Fotos machen, aber es ist alles noch ein bisschen vage. Ich muss noch wirklich finden, meinen Weg. Ja, das wirst du sicher finden. Letzte Frage, am Anfang haben wir gesagt, von wo kommst du jetzt, wo gehst du gerade nach dem Interview? Jetzt habe ich gerade noch ein kleines Stückchen mit dem Blick. Danke Miriam für deine Zeit. Weiterhin viel Erfolg in deine Karriere und für die Zukunft. Und wer weiß, meine Damen und Herren, bald sehen wir Miriam als Moderatorin. Das wäre eine gute Sache auf jeden Fall. Dankeschön. Danke, Medi. Das war's für heute. Bald sind wir zurück mit spannenden Gästen. Bis dahin alles Gute und bis bald wieder. Ciao zusammen.